Felix, zum 150-jährigen Jubiläum der SPD hast du zusammen mit Franz Walter einen Sammelband herausgegeben, in dem ihr euch mit Mythen, mit Märtyrern und Ikonen der Sozialdemokratie und der SPD auseinandersetzt. Etwas genauer, kannst du uns beschreiben, worum geht es in dem Buch jetzt konkret? Also das Buch ist ein bisschen eine andere Herangehensweise als eine traditionelle Parteiengeschichte, die sich so mit der Entwicklung von Organisationen, Mitgliedschaft und Programmatik oder irgendwie so beschäftigt. Nichtsdestotrotz geht es uns quasi auch um eine Erzählung über 150 Jahre SPD und Sozialdemokratie. Das heißt, wir haben versucht, die entscheidenden Erzählungen, die etwas über diese Partei aussagen, die entscheidenden Fixpunkte, Wegmarken, Personen und eben Mythen und Erzählungen der Partei über sich selbst und über die Partei zusammenzutragen und anhand dieser Erzählungen quasi eine Geschichte der Partei nachzuzeichnen. Es sind, glaube ich, insgesamt 22, 23 Erzählungen in diesem Buch drin, die von der Sattelzeit, Gründungszeit bis in die letzten Jahrzehnte hineinreichen und die darüber hinaus dann eben auch quasi in der Gesamtheit eine Geschichte der Sozialdemokratie und der SPD nachzeichnen. Das ist insofern, glaube ich, etwas sehr Lesenswertes oder Spannendes, weil es eben so kurze, prägnante Geschichten sind und nicht aus einem Guss über die gesamte Zeit ein Strang. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich den roten Faden dann eben in dieser Geschichte, dass es ganz prägnante Punkte sind, die etwas aussagen für die Zeit und die immer auch eine bestimmte Stellung und Wiedererzählung in der Sozialdemokratie gehabt haben. Das heißt, es sind Geschichten, an die man sich auch heute noch zu einem Großteil erinnert und die deutlich machen, was für ein Charakter, was für ein Wertepaket und mit was für einer Ausstrahlung eben auch die SPD in und auf diese Gesellschaft gewirkt hat. Könntest du dafür so ein Beispiel geben, also für einen so typischen sozialdemokratischen Mythos, der möglicherweise seit sehr, sehr langer Zeit bis heute irgendwie eine hohe Strahlkraft hat? Naja, also eine der wohl prägnantesten Erzählungen oder Mythen und auch mythischen Figuren der SPD, die auch heute immer noch auf jedem größeren Parteitag eben bemüht wird, ist einfach Otto Wels und die Rede in der Krolloper. Als es an die Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz ging und Otto Wels als Fraktionsvorsitzender eben der Einzige war, der aufgestanden ist und eine Rede gehalten hat und begründet hat, warum die SPD eben gegen dieses Gesetz stimmen wird. Also das ist etwas, was der Sozialdemokratie seitdem quasi auch zur Vergewisserung reicht, quasi auf der richtigen Seite, auf der gerechten Seite und auf der vernünftigen, humanitären, auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden zu haben. Und das ist etwas, was quasi der klassische Typus eben eines Mythos und einer Geschichte in dem Sinne, in dem wir das angehen wollen, bedeutet, weil es eben in der Weitererzählung dieses Ereignisses, dieser einen Rede von Otto Wels, eben immer wieder deutlich macht, was Sozialdemokratie ausmachen sollte. Nämlich im Kampf gegen den Faschismus den Rücken nicht krumm zu machen, sondern gerade zu behalten. Es laut auszusprechen, im Wissen um alle Konsequenzen, die dahinter steht, nämlich die totale Verfolgung dann eben der eigenen Gruppe. Und aber nichtsdestotrotz sich gezwungen zu fühlen, von den eigenen Werten diese Position einzunehmen und auch durchzuhalten. Und das ist etwas, was seitdem quasi in der Sozialdemokratie immer wieder auch hervorgeholt wird, erzählt wird, weitergegeben wird, um eben auch deutlich zu machen, diese Werte haben damals gegolten, die gelten, sollen für uns immer noch gelten und dass damit dann eben immer wieder begründet wird. Das ist so eine ganz klassische Funktion einer solchen Erzählung. Jetzt, was du gerade angesprochen hast, das ist ja ein historischer Mythos. Wenn du das so erzählst, hört sich das ja unheimlich traditionell an. Du als Forscher, der sich sehr viel mit der SPD auseinandersetzt, welche Bedeutung haben denn diese Mythen, gerade diese historischen Mythen, ganz konkret heute wirklich noch? Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, denn gerade bei Mythen, die sehr lang zurückliegen, Mythen der Sattelzeit, der Gründungszeit, da sind das Mythen, die auch dazu gedient haben, noch aus oder in einer sich bildenden Bewegung etwas festzumachen, etwas zu verdeutlichen, und zwar vor dem Hintergrund, dass es eben noch nicht gefestigt war. Also Mythen in einer Sattel- und Gründungszeit haben womöglich eben eine viel elementarere Funktion, weil sie noch nicht mit einer Parteitradition im Hintergrund irgendetwas weiterspinnen, sondern weil sie eben etwas erst festigen, ausgraben und die Grundmauern sozusagen herstellen. Zudem
ist die Geschichte einer Erzählung, also des Erzählens an sich, des Erzählaktes, natürlich vor 150 Jahren hat das eine ganz andere Funktion gehabt als das Weitererzählen heute. Damals war das Erzählen, die Rede, die Versammlung, auf der solche Geschichten auch im Wortsinne weitererzählt worden sind, war genau der Ort, an dem Parteileben eben auch stattfand. Das hat sich heute geändert. Das Weitererzählen ist nicht mehr entscheidend, sondern man hat über ganz viele andere Kanäle Zugang zu der Parteigeschichte, zu den Parteiwerten, zu den Parteiprogrammen, auch zu den Kandidaten und sowas. Insofern hat sich die Funktion einer solchen Erzählung eben auch für die Partei selber ganz stark verändert. Und man muss einfach sagen, allein durch die Tatsache, dass die Partei heute agiert mit 150 Jahre Organisationsgeschichte im Hintergrund, natürlich eine völlig andere Situation ist als in den 1880er, 1890er Jahren, wo es diese Tradition gar nicht gab, sondern wo sie erst entstand und auch erst gezimmert wurde, gemacht wurde von Figuren, die wir, wie zum Beispiel mit LaSalle und mit Bebel, in diesem Buch dann eben auch behandelt haben. Und das unterscheidet sich dann doch auch eben fundamental voneinander. Zudem natürlich die Parteigeschichte oder die Geschichte einer einzelnen Partei in einem heutigen Koalitionssystem natürlich viel schwieriger für die Partei einzuflechten, durchzuhalten und vor allen Dingen stringent zu machen ist, als das womöglich gewesen ist in einer Partei, die sich als am Rande stehend der Gesellschaft noch nicht in irgendwelche exekutive Verantwortung hineingezwungen begriffen hat, wie das in den Frühjahren der SPD gewesen ist. Also auch das unterscheidet sich natürlich fundamental voneinander. Du hast gerade eine Figur angesprochen, August Bebel, der auch so eine Ikone der Sozialdemokratie ist. In dem Buch schreibst du, dass er unheimlich faszinierend gewesen ist, eine unheimliche Strahlkraft auch und Ausstrahlung gehabt hat. Was war es, was ihn so zu einer solchen Ikone gemacht hat? August Bebel ist natürlich allein als eine der Gründerfiguren oder Gründerväter eine der Figuren, die besonders, ich finde, eben besonders spannend auch ist und besonders facettenreich auch. Bei August Bebel ist eigentlich das Faszinierende, dass er so, gerade im Gegensatz zum Beispiel zu LaSalle, dass er zu einer solchen Überfigur oder Orientierungsleitfigur für die junge Sozialdemokratie geworden ist, weil er eigentlich so in dem Sinne fast so normal war im Vergleich. Also er wurde begriffen als einer der Arbeiter, einer der Iren, er sprach die Sprache, er hatte einen Lebenslauf, der stellvertretend für sehr viele gegolten hatte. Und trotzdem war er eben jemand, der es geschafft hatte, auch ökonomisch. Er ist sehr wohlhabend geworden über seine Schriften, hatte eine kleine Werkstatt, die er sehr gewinnbringend dann irgendwann verkauft hat, als er sich vollständig der Politik gewidmet hat. Und auch das wurde ihm nicht vorgehalten, sondern es hat ihm zum Vorteil gereicht, zu weiterem Ansehen, weil er aus den Arbeitern kam, aus der Arbeiterschaft, hatte einen Lebenslauf, eine ganz schwere Jugend und hatte es aber geschafft. Und er war sozusagen die strahlende Verkörperung des auch durch die Sozialdemokratie, durch die Assoziation, durch das Zusammenstehen, können wir das schaffen. Er ist nicht quasi aus der Arbeiterschaft aufgestiegen und war dann da drüber und weg, sondern war immer noch quasi gehörte zur Arbeiterschaft, verkörperte aber das wir schaffen es. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, wenn man Zeitzeugenberichte liest über August Bebel Veranstaltungen, dann ist das kaum nachzuvollziehen, mit welcher glühenden Verehrung ihm eigentlich begegnet worden ist, mit welcher Emphase und wirklich Verzückung dort Leute auf eben August Bebel reagierten, weil er ihnen dieses wir können das schaffen mit einer irrsinnigen Glaubwürdigkeit fast schon eingehämmert hat. Und zwar wir können das schaffen durch das Zusammenstehen. Und dadurch, durch die immer wieder Betonung dieses Prinzips, hat er, glaube ich, auch nicht nur für August Bebel selber als Vaterfigur der SPD oder der Sozialdemokratie, sondern eben auch für das Ansehen und das Bild der Bewegung in der gesamten Gesellschaft sehr, sehr viel getan, dass er eben nämlich vorgepredigt hat, dass es eine ungemein geschlossene Bewegung ist, die eben dadurch ihre Ziele und den Sozialismus und vor allen Dingen dann die kommende Gesellschaft wird erreichen können. Und insofern ist das, glaube ich, schon eine Schlüsselfigur für das Begreifen auch der Sozialdemokratie.